Puebla de Don Fadrique liegt im Epizentrum des für die Cordero Segureno definierten Gebiets, in dem die Provinzen Albacete, Almería, Granada, Jaén und Murcia zusammenlaufen. In der Gemeinde Puebla de Don Fadrique wird das Segureno-Lamm sowohl im Hochgebirge als auch in der Ebene gezüchtet, aber immer mit den Schafen, die auf dem Feld grasen, niemals intensiv, was ihm zusammen mit der natürlichen Ernährung die Hauptqualitäten seines Fleisches verleiht. Blassrosa Farbe, optimaler Fettgehalt, saftig, zart und ohne den Talggeruch, wie er bei anderen Rassen auftritt. Puebla de Don Fadrique feiert jährlich die Segureno-Lamm-Tage über der Puente del Pilar, einem Treffpunkt, an dem Landwirte ihr Wissen erweitern und Besucherverkostungen sowie informative und lehrreiche Aktivitäten für Erwachsene und Kinder genießen. Das ganze Jahr über bieten die Restaurants der Stadt eine Vielzahl hochwertiger Gerichte auf der Grundlage dieses außergewöhnlichen Produkts mit typischen Rezepten wie Lammbraten aus Segureno oder gegrillten Koteletts, aber auch andere innovative Zubereitungsarten wie Kroketten und Empanada aus Segureno-Lamm.